Nur klar. Gut. Ich wähle jetzt mal den Paladin aus. Vielleicht habe ich mit dem ein bisschen mehr Glück. Kämpfer und Zauberer. Eigentlich immer praktisch. Ich habe leider nur meine Lady. Ja, aber es funktioniert ja ganz gut mit der. Uta gegen Jaina. Ihr habt es so gewollt. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Jawohl, das werden wir. Was haben wir denn hier? Das sieht doch eigentlich alles ganz gut aus. Pack ich erstmal weg. Gut. Fängst du schon wieder an? Ich grüße euch. Ja. Hallo. Hallo, ja. So kann man sich auch während des ganzen Spiels verhalten. Für die Gerechtigkeit. Jawohl. Das war's. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Richtig. Wer das nicht kennt. Habe ich aber, glaube ich, auch nur einmal gesehen. Naja, nun, ich mittlerweile ein bisschen öfter, ne? Sei es ja meinem Kleinen geschuldet. Eben, du hast ja Nachwuchs. Der guckt übrigens gerade nebenbei mit zu. Was soll ich nur tun? Was guckt der? Der guckt nebenbei mit zu. Ach so. Und lacht mich wahrscheinlich schäbig aus. Glaube ich nicht. Bin ich dran? Achso, sag doch mal was. Du bist dran. Was soll ich nur tun? Ja, was soll ich nur tun? Und das perfekte Spiel für deinen Sohn wäre doch Monster Tale, wenn er dazu guckt. Das mal so nebenbei zu erwähnen. Kriegen wir alles hin. Ja. So. Und ansonsten, so, erzähl mal ein bisschen was. Nicht, dass ich dich jetzt ablenken will, aber... Aha, der Blutsumpf-Raptor. Die Dinos. Baumschubser. Einsatzbereit! Einsatzbereit! Für die Gerechtigkeit. Das war's. Das war's. Und weiter geht's. Du bist dran. Jetzt hat er hier auch noch zwei Spottkarten liegen. Och nee. Ja, Unverschämtheit. Ja, was soll man da sagen? Einfach keine Chance gegen dich. Ich sage nur immer wieder Gran Turismo. Ja, nun. Melde mich zum Dienst. Da seh ich auch bloß deine Rücklichter. Verdammt. Für die Gerechtigkeit. Das war noch dober. Oh mein Gott, was mache ich denn hier? Nicht kaputt. Oh. Erstens spiele ich doch gar nicht mal mit der Magierin. Ich kann doch gar nicht auf ihn schießen. Ich kann doch nur ihn hier beschwören. Und dann greife ich ihn noch an und nehme dadurch natürlich Schaden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Viel kann ich nicht machen. Klar, ganz handvoller Karten. Was soll ich nur tun? Da fehlt mir aber leider das Mana. Ja, wollte ich gerade sagen. Einen dicken Brummer hast du da sitzen. Warst nur darauf, mich fertig zu machen. Aber dafür, das schaffe ich ja schon ganz alleine, so wie ich spiele im Moment. Ist ja unglaublich. Naja, gut. Das war's. Das mal, was kriegen wir da? Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich bin eine Lady.
Für die Gerechtigkeit. Das war's. Gut. Jetzt habe ich tatsächlich einen Plan. Den wirst du mir wahrscheinlich wieder zunichte machen, aber nun gut. Für die Zuschauer zu Hause. Einmal diese Karte. Und danach diese Karte. Was soll ich nur tun? Klingt das nach einem Plan? Was meint ihr? Schreibt das mal in die Kommentare. Ist zwar nicht live, bringt mir gar nichts, aber naja, ich möchte es trotzdem gerne wissen. Die hebe ich mal noch auf. Jetzt habe ich es dir gegeben. Ja, und wie? Ja, kommt. Der erste Gedanke ist meist der richtige. Hinter mir in Deckung. Das war's. Wo probieren wir's mal. Du immer deine ganzen Sportkarten her. Also ich kann dir jetzt nicht mal sagen, ob ich mehr Sportkarten im Deck habe als du. Es kann sein, dass ich die eine oder andere noch dazugepackt habe. Ich meine ja. So. Ich frage mich. Ärgern wir dich mal ein bisschen. Ach, ich mag dieses Schaf. Ja. So. Mann, ist doch alles Mist. Ich frage mich, ob... Es tut mir leid. Ach, wieder der gleiche Fehler. Mann. Naja, nicht unbedingt, aber ich bin schon ein Depp. Profi. Ja, du bist der Profi hier. Hältst du eigentlich mal irgendwann von der Runde Online-Schach? Ja, sicher, Schach. Kannst du es nicht? Was ihr wolle! Aber? Glaube ich jetzt nicht so die spannendste Sportart, die ich unbedingt spielen möchte. Segen der Könige. Mhm. Hast du ein Schaf auf der Hand? Sag Stimmt, ne? Sag ich dir doch jetzt nicht. Ja, werde ich jetzt ja sehen. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Was mache ich jetzt? Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Puh, Luft wird dünn für mich. Tja, aber ich komme auch nicht wirklich vorwärts. Oh. Ach, das ist ja eine Sportkarte. Okay.
Na toll, das war umsonst. Hätte ich mir sparen können. Was ihr wolle! Wow. Gucke an. Zeit zu töten. Das war's. Du schlägst eine Lady? Ja. Wenn die mich hier mit Monstern beschmeißt und hast du nicht gesehen? Wo kommen wir denn da hin? Die Waffen einer Frau. Das muss ich auch überlegen. Das sind doch noch beides Sportkarten, die du hast. Na klasse. Na gut. Was zur Hölle? Och, Mensch. Was denn? So, Lille, jetzt lass uns doch mal schauen. Lass uns ein Spiel spielen. Zeit zu töten. Naja. Ja, aber... Das melde mich zum Dienst. Dieselbe Situation wie gerade. Entweder machst du mich jetzt fertig, was du wahrscheinlich machen wirst. Da kann ich dich beruhigen. Was soll ich nur tun? Was hat der jetzt? Segen der Könige. Plus 4. ist das hier? Was ist das eigentlich? Das ist ein normales Monster. Mann, ja, ein Handlanger. Was glotzt denn so? Räumen wir erstmal auf. Ja, mach das mal. Diener können nicht in dem Zug angreifen, in dem sie aufgestellt wurden. Klasse. So. Von welchem Diener möchtest du denn jetzt getötet werden? Von der jungen Dame hier? Oder vom Frostwolf Grunzer? Ich würde sagen, wir warten so lange, bis die Zuschauer entschieden haben. Genau. Liebe Zuschauer, das... Nein, das machen wir natürlich nicht. Ich töte dich mit meiner Spottkarte. Ach, da bekommen wir sogar noch eine Karte gezogen. Na da, würde ich sagen. Glückwunsch. Danke, jetzt ist meine Ehre wieder so halbwegs wiederhergestellt. Dankeschön. Mensch. Ja. Oh. Neue Quest, Feldversuch. Ding ich auch, bringt eine Klasse bis auf Stufe 10. Sieg des Schamanen oder Hexenmeisters muss ich für 40 Gold. Aber das hat jetzt gerade nicht als offizieller Sieg gezählt. Zuschauer sehen es hier vor mir, 3 Siege. Ich hatte schon 2 Siege gehabt und hätte ich jetzt gegen jemand anders gespielt, hätte ich jetzt den dritten Sieg und 40 Gold mehr. Also gegen Freunde zählt das dann nicht für Quests. Naja, gut. Ist ja klar, sonst könnte man sich ja hinsetzen und sagen, komm, verlier mal 10 Partien am Stück, damit ich mich hochleveln kann. Ist dementsprechend natürlich nicht so. Gut, dann würde ich aufnahmemäßig mal sagen, mach mal hier mal einen kurzen Cut. Wir sind nämlich schon wieder über eine halbe Stunde. Ja. Also da vergeht die Zeit ganz schön, muss ich ehrlich sagen. Und ja, ist ein Zeitfresser. Obwohl man die meiste Zeit eigentlich bloß mit Grübeln verbringt. Ja. Aber hey, es macht Laune. Gut, dann bedanke ich mich bei dir. Ich bedanke mich bei den Zuschauern. Abschließende Worte von dir.
Ja, ich hätte noch eine persönliche Anmerkung von meinem Arbeitskollegen, der ist ja nur teilweise Freund von Let's Plays. Viele Grüße an den Daniel aus Meißen. Ja, dann grüße ich den Daniel aus Meißen auch mal hiermit. Hallo, schön, dass du mir zuguckst. Guckt er mir zu? Ja, sonst würden wir es jetzt nicht sagen, oder? Ja. Ja, super. Hallo Daniel, schön, dass du da bist. Gut, liebe Zuschauer, ich bedanke mich bei jedem, bei euch fürs Zusehen und sag, ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss, ciao und bye bye. Ciao.